Hallo und herzlich willkommen bei Maputo LP und bei Let's Play Far Cry 4. Wir sind immer noch in Shangri-La. Und ich denke mal, wir gehen jetzt weiter, nachdem wir schon ziemlich coole Sachen gesehen haben. Auch beängstigende Sachen. Der arme Tiger, sage ich da nur. Hallo Tiger. Sher Mord ke Muh se laut aaya. Tiger kehrt an den Tod zurück, nicht um mein Leben zu retten. Geil. Shangri-La, der Tiger. Ziel auf einen Gegner und drücke Mausrad, um ihn als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Ziel angreifen. Der Tiger kann Feinde wittern und wird dann für diese unsichtbar. Wow. मेरे जैसा किरती खोजकर्ता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है. फिर भी यहाँ वो शंगरीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था, जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो. इसे टोट. Okay, der Tiger hat Feinde gebildet. Man hört's ja schon. Ciao. Ich mag den Tiger. Abi, ciao. Was ist Maro? Ja, Mann. Davon rede ich. Na, gerade schon mal da oben kann er den anderen auch gerade noch mitholen. Lol, ist auf einmal hier. Okay. Gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich aber auf einmal zwei Ziele, warum? Gehen erstmal links rum. Krieg ich eigentlich auch irgendwann mal eine richtige Waffe oder? Okay, der Tiger hat wieder was. Hallo. Mach los, ey. Oh Mann, ey, ich will den als Haustier. Nützlich, wenn man mal einen Außenposten oder so befreien will. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों. वो इतने बड़े थे. आक्रमण. Ey. Fuck. Oh fuck. Ey. Nahkampf ist nicht so mein Ding. Und Uncharted war Nahkampf mein Ding, aber nicht in dem Spiel. Tut mir sorry. Ja.
Natürlich bin ich jetzt wieder hier. Oh, komm schon. Komm, hau den Spasti weg. Die beiden. Einen Tiger getötet. Die haben meinen Tiger getötet. Kommt der jetzt wieder oder nicht? Rächte dich, mein Freund, rächte dich. Ich mich jetzt aber so mal zurückerinnere in anderen Spielen, was Shangri-La angeht. Gott, in welchem Uncharted war das? Da haben sie auch von Shangri-La gesprochen. Wo auch irgendwelche komischen Viecher rumgerannt sind, ich glaube, das war ein Uncharted 2. Oder? Ja, war ein Uncharted 2. Du holst den, ich hol den da oben. So komisches Harz dann getrunken hat und dann waren die Gegner auf einmal fast unbesiegbar. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो वो इतने बड़े थे. So, das muss gewinnen. Nee, dann. Mal. Auf hin! Mein Tiger, hol ihn! Na, alles klar, das war's. Die drehe ich wie? Ah! Alles klar. Jo! Wahrscheinlich. बचाने का प्रयास कर रहा था और अपनी रक्षा के लिए मेरा मार्गदर्शन कर रहा था. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf die andere Seite und da nochmal wahrscheinlich so eine komische Mühle drehen. Schätze ich mal. Kann man's rüberschwingen. Direkt auch da. Mach los!
müsste es doch gewesen sein, ne? Ansonsten jetzt niemand mehr da. Außer da hinten die paar Rentiere. Dann drehen wir mal das Ding noch, oder? Schon wieder so ein toter Mönch. जब मैंने उसकी माला पहनी तो मुझे अपने शरीर में प्रवाहित किसी अजीब शक्ति का एहसास हुआ. Alter, Alter. राजा द्वारा किरती युवाओं को दिया गया एक बड़ा सम्मान था. मैंने यह माला किरत में उसके परिवार को वापस लौटाने की कसम खाई. Ich mag den Tiger. Es gibt gar keine Gegner hier, ne? Shangri-La, der Unhold. Drücke Mausrad, um einen Unhold als Ziel zu markieren. Der Tiger wird den Unhold ablenken. Schalt den Unhold von hinten aus, während der abgelenkt ist. Alles klar. Nee, Moment, erstmal die Kleinen. Ich hab Digga und bin tot. Ja. Schon wieder ein Shangri-La verreckt. Los, gehen! Oh Mann, ey! Warum müssen die Viecher so OP sein, Mann? Beziehungsweise, warum wird man überhaupt angegriffen, wenn man mit einem Takedown noch beschäftigt ist, ey? Ohne Spaß. Oh mein Gott, ey! Puss dich so rum! Erstmal weg mit dir, Alter! Wenn ich gleich schon wieder sterbe. Gibt's nicht, Alter! Gibt's nicht! Schleck mich doch am Sack, ey! Okay, diesmal mache ich es anders da. Diesmal
Erstmal einen Tiger losschicken, um die Kleinen an der Seite wegzuballern. Ja, erstmal den. Immer noch mehr. So, jetzt muss ich natürlich wieder auf meinen Tiger warten. Oh nein, Alter, jetzt mein Tiger nicht da. Verdammt. Aua. Hilfe. Alter! Verarsch mich nicht mal. Hier, Tiger, auf ihn! Na los! Mit Gebrüll! Los, Tiger, schnell! Ich habe mir gesagt, dass meine Vater mir die Geschichten der Shangri-La erzählte. Seine Gedanken von der Erde die Bösen entfernten. वो मुझे चेतावनी देते थे तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की ध्वनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी मैं उनसे बहुत डर जाता था इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था यो That's nice. So Leute, das war Shangri-La. Alter. Richtig geil. Richtig geil. Was ist passiert? Zurück in der Welt der Lebenden. Wie kam ich hierher? Ich bin okay. Du kamst mit einem Tanker reinspaziert. Genau. Dann hast du ihn in den Rahmen hier gehängt und auf dem Boden ein Schläfchen gemacht. Ja. Du warst nicht raus. Hast komisches Zeug gemurmelt. Was war los? Ich weiß nicht, aber es ist echt abgedreht. War das Ding schon hier, als ihr herkamt? Oh, das? Man sagte mir, es sei ein Gale-Familienerbstück. Schon seit vielen Generationen. Hab ich dir das noch nicht erzählt? Nein, hast du nicht. Hm. Du wolltest doch die Kurzfassung. Genau, und wir haben dich gebeten, uns ein paar Kräuter zu bringen, ja? Hast du welche gefunden? Ich hatte zu viel zu tun. Gut, ja, ist okay. Ja, keine Sorge, du... Nächstes Mal. Aber wenn du an den Tanker vorbeikommst, denk bitte an uns. Okay, gut, wir gehen. Wir schicken jemanden her, der den Rest von unserem Krempel aufräumt, okay? Also gut. Tschüssi. Tschüssi. Peace. Mission beendet. Erfolg freigeschaltet. Nice. Endlich. Mal wieder ein Erfolg. So. Neue Junge und Reggie Aufgabe. Perfect bad.
Hi. Goldener Farbtypi. So. Ich denke mal, es war genug Action für eine Folge. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns, wenn ihr die weiteren Videos und Folgen von Far Cry 4 nicht verpassen wollt. Und dann sage ich einfach nur Tschüss und auf Wiedersehen, eure Jungs vom ApoDLP.